Hier ist eine Wand. Aus Metall. Ich kann ein paar Löcher erkennen, aber mehr auch nicht. Da können wir mal Löcher, also. Ich will kein Licht, ich will hier raus! Und nicht? Aber wir können einmal ein Loch reinbohren, vielleicht. Das scheint eine Art Tür zu sein. Das hat sich nach Kette angehört. Das blockiert die Tür von außen. Ich kann sie nicht öffnen. Einmal probieren wir es noch. Dreimal ist immer gut. Eine stabile Wand aus Metall. Die ist wirklich komplett durchgerostet. Hier ist irgendwas. Es lässt sich hin und her schieben. Oh nein, ich glaube, ich weiß, wo ich mich befinde. Das muss eine von diesen Kühlkammern sein, in denen man Leichen aufbewahrt. Dann ist das da oben so eine Bahre, die man rausziehen kann. Wenn diese verdammte Bahre nicht so verdammt glatt wäre, könnte ich vielleicht genug Kraft aufwenden, um sie durch die verdammte Tür zu rammen. Ich bastel mir einfach meinen eigenen Griff. Genau. Widerlich. Was ist das für ein Gestank? Ich muss hier schleunigst raus. Okay. Und jetzt mit aller Kraft. Endlich. Und jetzt raus hier. Ah, ich weiß schon, wo ich bin. Hier hat sich meine Situation nicht merklich verbessert. Ich kann kaum was erkennen. Ich sollte erstmal das Licht einschalten. Hoffen wir, dass das Licht ist und nicht irgendeine Todesfalle. Hier muss doch irgendwo der Lichtschalter sein. Der war es nicht. Huch, das war ja einfach. Wo habe ich denn zuerst drauf gedrückt? Oh, ups. Das sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Aber anscheinend ist sie kaputt. Gefährlich, 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 da müssen wir speichern. So, schauen wir uns einmal alles nach der Reihe an. Eine alte, vergilbte Leinwand. Kamera zu werben. Diverse Gerätschaften für Film und Fotografie. Das hier sieht aus wie ein Aufsatz für eine Kamera. Was das wohl ist? Das sind verschiedenfarbige Folien in einem Rahmen. Man kann sie aus- und einklappen. Ja, ich denke, das ist ein Farbfilter für Kameras. Nichts. Scheint wirklich kaputt zu sein. Oh, das Blut sieht noch relativ frisch aus. Eine blutige Grillzange? Ein uralter Filmprojektor. Bin gespannt, ob der noch funktioniert. Solange ich keine Filmrolle eingelegt habe, ist das Ding nichts anderes als eine weitere Lampe. Na, da werden wir schon was finden, denke ich. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Es riecht furchtbar. Auf so einem Tisch seziert man normalerweise Leichen. Normalerweise.
medizinische Werkzeuge, wie man sie aus Krankenhäusern kennt. Und aus Leichenhallen. Die meisten davon sind verrostet und nicht mehr zu gebrauchen. Küchentücher Marke Wisch und Weg. Wen wundert's, noch unbenutzt. Akten. Genauer gesagt, Krankenakten. Was haben die denn hier verloren? James Gordon. Der war doch Patient im alten Sanatorium. Dann sind das die Krankenakten von dort? Die liegen da einfach so rum. Da sind Totenscheine drin. Mehrere. Ausgestellt von Dr. Heinz Hermann auf James Gordon und auf verschiedene Todesursachen. Einmal Herzinfarkt, einmal Freitod. Alle ohne Datum. Ralph Thompson. Geboren am 3.3.1960. Diagnose wahnhafte Schizophrenie, therapieresistente Depression mit Suizidalität. Medikation Stufe 4. Kombinationsschocktherapie. In Klammern Elektrokrampftherapie und Insulinschocktherapie. Armer Ralph. Kein Wunder, dass er verrückt ist. Und hier ein Totenschein von Ralph. Ausgestellt von Dr. Hermann. Tod durch Genickbruch infolge Selbststrangulation. Diesmal mit Datum 1.9.1981. Ralphs Tod war also schon geplant gewesen. Diese Schweine. Wären sie im August 81 nicht selbst draufgegangen, wäre Ralph jetzt tot. Unfassbar. Der Rest ist uninteressant. Die Leute sagen mir alle nichts. Nimm es mit, nicht leg es da wieder rein. Verschiedenfarbige Folien in einem Rahmen. Ein Oberschenkelknochen. Der Spruch, die Beine in die Hand nehmen, bekommt hier eine ganz neue Bedeutung. Liegt fast so gut in der Hand wie ein Baseballschläger. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich muss nur wissen. Schauen wir uns den Schreibtisch genauer an. Filterlose Zigaretten. Wenn ich hier nicht mehr rauskomme, kann ich wenigstens mit dem Rauchen anfangen. Ein Fläschchen Riechsalz. Nichts mehr drin, schade. Ein Hackbeil, wie man es eher bei einem Metzger vermuten würde. Bei einem widerlichen Metzger. Solche Metallkisten nutzt man meistens als Geldkassette. Diese hier hat ein Zahlenschloss. Da brauche ich gar nicht erst rumzuprobieren. Es würde zu lange dauern, die richtige Kombination rauszufinden. Der hat ein Hackbeil da liegen und will die Kombination rausfinden. Jetzt ohne Scheiß. Medizinische Bücher. Geheimnisse des menschlichen Gehirns. Aufbau und Funktion des zentralen Nervensystems. Ich glaube nicht, dass Phil damit für die Gehirnchirurgenprüfung büffelt. Ein funktionierender Bunsenbrenner. Okay. Filterlose Zigaretten. Total trocken und schlecht gestopft. Wenn ich eine anzünde. Ups. Ein leeres Fläschchen Riechsalz. Hier scheint es ja enormen Bedarf daran zu geben, Leute aus einer Ohnmacht zu wecken. Mal, dass ich es anzünden kann. Gar nichts, okay, auch interessant. Chemie in der praktischen Anwendung. Ein ganz schöner Schinken. Könnte sich als nützliches Nachschlagewerk erweisen. Ein wunderbares Werkzeug. So klein. Und doch schneidet es Fleisch wie Butter. Ein Chemiebuch. Von 1972. Vielleicht ja trotzdem nützlich. Ein Skalpell.
Ebenso klein wie effektiv und präzise, reduziert auf reine Funktionalität. Eine tolle Erfindung. Ein Stuhl mit Arm- und Beinfesseln. Könnte aus einem alten Sanatorium stammen. Recht unpraktisch, so ein Knochengerüst. Was soll ich damit? Huch, der Schädel scheint nicht fest zu sein. Jupp, der ist lose. Also her damit. Besser zwei Köpfe als gar keinen. Ein menschlicher Schädel. Vermutlich eine Nachbildung. Da drin klappert was. Entweder ist ihm das Gehirn vertrocknet. Oder eine Filmrolle ist drin. Oder jemand hat den Schädel als Versteck benutzt. Für eine Filmrolle. Ein Kassettenrekorder. Ob er noch funktioniert, weiß ich nicht. Das Netzkabel hat zumindest keinen Stecker mehr. Das Kabel hängt da recht. Jetzt habe ich ein Kabel. Prima. Jetzt habe ich ein paar Drähte. Ein paar Drähte aus einem Netzkabel. Man kann damit keine Schlösser öffnen. Kühlfächer, wie man sie aus der Pathologie kennt. Könnte mal ein Leichenschauhaus gewesen sein. Zum Glück funktionieren die Dinger nicht mehr, sonst wäre ich vermutlich erfroren. Ich weiß, ist bestimmt keine gute Idee, da reinzuschauen. Stinkt wie die Pest. Aber ich würde trotzdem gern wissen, wer oder was da drin vergammelt. Oh, darauf hätte ich verzichten können. Und da bin ich rausgeklettert. Das Fach ist auch mit einem Vorhängeschloss gesichert. Und hier gibt es auch Luftlöcher wie an meinem Fach. Scheiße! Da ist jemand drin! Ich höre wen atmen. Hallo? Hallo? Jemand da drin? Können Sie mich hören? Wer auch immer da drin ist, einen tiefen Schlaf. Ach, Kochsalz, wenn wir machen müssen. Keine Chance, ihn aufzuwecken. In diesem Fach hatte Phil mich eingesperrt. Kein Wunder, dass ich die Tür nicht öffnen konnte. Das Vorhängeschloss sieht stabil aus. Da drin liegt eine stark verweste Leiche. Die muss ich mir nicht nochmal ansehen. Ein massives Vorhängeschloss. Ohne den passenden Schlüssel bekomme ich das bestimmt nicht auf. Da müsste ich Stunden feilen, bis ich das offen habe. Und die Zeit habe ich nicht. Na gut, dann kümmern wir uns einmal um das. Schiebt man die Leinwand runter. Dass ich in der Schule früher immer die Filme einlegen musste. Ganz so einfach ist das nämlich nicht. Dann schauen wir mal, was auf diesem Film drauf ist. Irgendwas ist seltsam an diesem Film.
Aber ich habe das Gefühl, mir fehlt noch etwas. Mhm. Ich habe den Farbfilter vorne am Projektor montiert. Jetzt kann man sich Filme in bunten Farben ansehen. Und da wird sicher der Code für dieses Kästchen da sein, dass er nicht aufhacken kann. Ich sehe mir den Film nochmal an. Kennt man was? Dieser Film ist so unglaublich belanglos, dass es einfach einen Grund geben muss, ihn im Skelett. Da brauche ich gar nicht erst rum. Bist du so blöd? Bist du echt so dämlich? Ohne Scheiß, muss ich es jetzt nochmal machen? Sieh mir den Film nochmal an. Da, was willst du mehr? Gottes Willen. Ich weiß nicht, soll ich vorspulen? No. Jetzt bitte hätte ich gerne eine Erklärung. Aber der muss doch sehen, dass da was ist, oder?
Gottes Willen. 2180. Eine vierstellige Zahlenkombination. Dieser Phil ist ein richtiges Schlitzohr. Keine schlechte Idee, eine Zahlenkombination in einem Film zu verstecken, die auch nur mit einem speziellen Farbfilter sichtbar ist. Das ist kompliziert. Er merkt sich, welchen Filter das er nehmen muss, bevor er sich einfach das Passwort merkt. Wenn die Zahlen auf dem Film die Kombination für diese Kiste sind, dann... Ein Briefumschlag. Mal sehen. Wie ich bereits sagte, kann ich mit dem Foto nichts anfangen. Die Betreffende hat das Dorf anscheinend verlassen und ist somit für mich nicht mehr von Interesse. Sie haben mir bereits zu viel Geld für die Feuerbilder abgeknöpft. Schluss damit. Ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Nach meinem Erkenntnisstand wird der Feuerteufel im Laufe der Woche freigelassen. Er ist eine tickende Zeitbombe, die jederzeit wieder hochgehen kann. Vielleicht können wir dabei ja auch ein bisschen nachhelfen. Überwachen Sie ihn. Lassen Sie ihn nicht aus den Augen. Ich will alles, was er tut, dokumentiert haben. Weitere Anweisungen folgen. M. Mary. Bastard.